Servus und herzlich willkommen bei Strugglecaster, der Channel, der von einem Anfänger an der E-Gitarre kommt und sich explizit an Anfänger auf der E-Gitarre richtet. Ich bin May, viele von euch kennen mich hier mittlerweile schon einigermaßen und heute habe ich mir gedacht, mache ich mir mal zum Thema so ein kleines Resümee, was ich da momentan so treibe, wie es bei mir vorangeht und so weiter, vor allem mit meinen Mistakes. Und natürlich gibt es auch noch eine schöne, tolle Übung für euch. Fangen wir doch gleich direkt an. Meine Mistakes, woran ich momentan am meisten arbeite, ist immer noch dieser Klammergriff am Hals, dass ich die Gitarre einfach nicht mehr so festhalte und immer schön die Finger frei beweglich habe und so weiter. Es geht besser voran, es ist noch nicht perfekt, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich bleibe dran, ich übe auch jeden brav. Ich schaue, dass ich mittlerweile jeden Abend so eine halbe Stunde bis Stunde wirklich einschiebe, täglich, um unter anderem das weg zu trainieren. Und ich muss sagen, das geht super voran. Dann habe ich mich jetzt die letzten drei, vier Tage, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, mal angefangen mit Triolen zu beschäftigen. Davon handelt dann auch die Übung, die ich euch dann nachher zeigen werde. Und das sind quasi, wenn ihr einen Takt nehmt, mit einem Metronom zum Beispiel, schlägt ihr viermal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und bei Triolen packt man in einen dieser Schläge drei Noten. Also sprich 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je nachdem, wie schnell man spielt. Mal schneller, mal langsamer. Und damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt. Das ist ganz unterhaltsam. Wird im Metal auch sehr, sehr viel benutzt. Deswegen kommt man natürlich nicht drum rum. Letzten Endes, wenn ihr richtig gut Metal spielen wollt, müsst ihr sowieso fast jede Gitarrentechnik beherrschen. Und Triolen gehören da eben genauso dazu. Die sind ein bisschen Kopfsache, sage ich mal. Einfach weil man da reinkommen muss, sich umdenken muss, weil man eben nicht zwei Noten in dem Schlag spielt oder vier, sondern eben nur drei, die aber den kompletten Schlag ausfüllen. Das ist quasi in Anführungsstrichen rein mathematisch gesehen gegen das System so ein bisschen und da erfordert es ein bisschen Übung. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nach den paar Tagen, die ich das geübt habe, so einigermaßen ein bisschen firm mit geworden. Parallel dazu habe ich auch mir angeguckt, mich ein bisschen mit diesem Maiden-Galopp so ein bisschen zu beschäftigen. Da geht es auch ganz nett voran. Ich kriege zwar natürlich die Geschwindigkeit noch nicht hin, das ist klar, aber halt hier so. Das geht schon ganz gut. Muss natürlich noch schneller werden. Auch bleibt nichts anderes übrig. Tägliches Üben, Metronom und so weiter. Gleich vorweg, dieser Maiden-Takt, das sind keine Triolen, das sind quasi vier Noten. Und eine davon, die letzte, ist immer eine Pause. Also. Und natürlich schneller gespielt. Und ja, Triolen ist momentan so ein Thema, mit dem ich mich einfach mal ein bisschen beschäftigen wollte, weil eines meiner größten Probleme ist vor allem die Rhythmik. Im Rhythmus zu bleiben, gleichmäßig zu bleiben, nicht zu stolpern, weil man schon wieder vorausdenkt und zu früh greift und dann aus dem Spiel rauskommt, aus dem Flow und so weiter. Und natürlich interessantere Riffs schreiben, als einfach nur diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, 0815 Dinger, die man halt eben so schreibt, die ich momentan bisher so schreibe, sage ich mal. Mit Triolen kann man da einiges zaubern und genau deswegen zeige ich euch, wie ich mich da jetzt dran gesetzt habe. Ich gebe euch auch ein kleines praktisches Beispiel mit, also hier nicht nur die Übung, wie sie funktioniert, sondern auch tatsächlich ein kleines Riffchen, sage ich jetzt mal, damit ihr da auch ein bisschen mehr Spaß beim Üben habt. Und wie immer gibt es die Unterlagen Guitar Pro Tab im Guitar Pro Format, im PDF, zusammen mit einer Wave-Datei, damit ihr es auch wirklich gleichmäßig habt auf verschiedenen BPM-Zahlen, dass ihr es dann, wenn ihr möchtet, akustisch mitspielen könnt, gibt es dann wieder alles in der Videobeschreibung, kostenlos, ihr müsst euch nicht registrieren, das ist ein ganz normaler Google Drive-Link, da passiert euch nichts, da habt ihr keinen Stress mit, einfach anklicken, runterladen, entpacken und dann könnt ihr dann mit der Übung loslegen. Und bevor ich jetzt wieder anfange, stundenlang vor mich hin zu schwallen, was ich selber gemerkt habe, dass ich ein ziemliches Problem habe, mich in meinen Videos etwas kurz zu fassen, möchte ich heute es mal etwas kürzer halten und deswegen zoome ich euch jetzt gleich ran und dann geht es schon direkt an die Übung. So, da wären wir jetzt hier bei der Übung. Wie gesagt, ich kann das selber noch nicht perfekt, also habt bitte ein bisschen Gnade mit mir. Die Übung mache ich euch zusammen. Ich packe euch in die Übung auch einen Wave-File aus Guitar Pro, wie das dann schön sauber im Takt mit Metronom zu klingen hat und so weiter, dass ihr einfach einen kleinen Anhaltspunkt habt. Aber Triolen sind eigentlich relativ simpel. Das Ziel ist, in jeden Schlag des Metronoms, also ein Metronom hat im Vierteltakt vier Schläge, packt ihr drei Anschläge rein, ohne eine Pause. Also ihr macht jetzt nicht hier so den Maiden-mäßigen, sondern pro Schlag
sondern ihr habt pro Schlag vom Metronom einfach drei Töne, die quasi gleich lang sind. So gesehen ist also jede Achtelnote ein kleines Stückchen länger, um genau zu nehmen, ein Drittel einer Achtelnote, um eben den Taktschlag genau auszufüllen. Und dann schlagt ihr quasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das könnt ihr natürlich einfach mit Downstrokes machen. Oder normalerweise macht man es mit Wechselschlag, da das dann ein bisschen prägnanter klingt. Wenn ihr einen Aufschlag macht, klingt das ja ein bisschen anders, als wenn ihr einen Abschlag macht. Zur Info, falls es interessiert, ich spiele hier einfach nur den E-Power-Chord, sprich ich greife die A-Seite im zweiten Bund und die E-Seite ist offen. Und wie auch im Tab beschrieben, benutze ich erstmal nur für die einfache Übung einfach nur den E-Power-Chord. Mehr kommt da erstmal nicht dazu. Und dann machen wir noch eben ein Beispielmuster mit einem kleinen Riff, an dem ihr euch dann orientieren könnt, damit ihr nicht nur einfach stupide, langweilig vor euch hinspielt, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, drei Schläge pro Schlag vom Metronom. Ich mache es jetzt hier mal ohne Metronom, weil das Klicken einfach nur ein bisschen stört und ich selber noch nicht so gut darin bin. Und da könnt ihr eigentlich immer mitzählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das ist im Prinzip Ziel von Triolen. Ihr bringt quasi 12 Schläge in den 4 Schlägen eines Metronoms von dem Beat in einem Takt, bringt ihr unter. Und das linear, sprich alle Töne sind gleich lang. Also ihr spielt jetzt nicht, sondern ihr spielt alle Töne gleich lang. Und das ist eigentlich das ganze Hexenwerk dahinter. Das ist eher so eine Kopfsache, da reinzukommen, dass man eben drei Anschläge macht und nicht vier oder so, um einfach in diesen Rhythmus reinzukommen. Und da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, da muss man wirklich ein bisschen, vielleicht auch erstmal ohne Metronom üben, dass man diesen Flow dafür kriegt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wenn man den dann so ein bisschen drin hat, fängt man mit Metronom an, pro Schlag im Metronom eben gleich lang die drei Anschläge und dann eben wie gewohnt den Speed immer ein bisschen erhöhen, macht es wirklich langsam, das muss sauber sitzen, das muss wirklich, das ist eine Technik, die müsst ihr beherrschen, wenn ihr Metal spielen wollt letzten Endes, das benutzen sehr, sehr viele Bands und das ist halt einfach ein geiles Stilmittel, um ein bisschen, sag ich mal, was anderes zu spielen, als jetzt einfach nur. Weil letzten Endes, wobei, das steht natürlich in Frage, aber vielleicht wollt ihr auch gar nicht in einer Punkband spielen, die halt einfach so Green Day-mäßig einfach nur so ein bisschen rumschraubt und wollt dann lieber eher so komplexere Rhythmen mitbauen und eben nicht nur 0815 spielen und da kommt ihr um Triolen einfach nicht herum. Und um das Ganze dann noch ein bisschen spielbar zu machen, mache ich euch noch eine Übung zurecht, die geht quasi von dem E-Power-Chord, den ich gerade schon die ganze Zeit spiele, auf den C. Power Chord hier im dritten Bund auf der A-Seite, dann auf den D-Power Chord und dann wieder zurück auf den E-Power Chord. Und dann wieder auf den C und auf den D. Also sprich, der Zeigefinger ist quasi immer nur auf der A-Seite unterwegs, weil beim E-Power Chord müssen wir ja nur die A-Seite greifen und haben dann hier eben diese drei Positionen im zweiten, im dritten und im fünften Bund mit dem Zeigefinger und eben mit dem kleinen Finger für den Power Chord oder wenn ihr den Ringfinger benutzen wollt, nehmt ihr den Ringfinger eben dann entsprechend in dem jeweiligen Power Chord. Ist eigentlich nicht weiter schwer. Und da geht es dann einfach an die Übung, das immer einen Takt lang alles zu spielen. Und am Ende beenden wir das Ganze mit C, C, D, D. Einfach so, damit es einfach nach einem Abschluss von einem kleinen Riff klingt. Demonstriere das Ganze jetzt mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das wäre im Prinzip die ganze Übung. Wie gesagt, einen Takt lang den E, dann den C, dann den D. Dann geht es einen halben Takt lang auf den E zurück, auf der tiefen E-Seite, den Power Chord. Also sprich, ihr spielt da zwei Triolen, also sechs Anschläge. Und im Anschluss dann direkt die zwei Anschläge auf den C und die zwei Anschläge auf den D-Power-Chord. Ich mach's mal jetzt hier doch nochmal mit Hand, damit ihr das ein bisschen seht.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und schon habt ihr die kleine Übung, das ist ein Riff, das kann man vielleicht auch mal abgewandelt vielleicht oder auch genau so vielleicht mal für einen kleinen Song benutzen oder für ein kleines Intro, irgendwie eine kleine Bridge oder sowas. Und wie gesagt, dieses 1, 2, 3, 1, 2, 3 zählt wirklich richtig mit, dass ihr das einfach in euren Kopf reinkriegt, dass ihr eben drei Schläge auf dorthin packt, wo normalerweise zwei oder vier reingehören oder nur einer, je nachdem. Und versucht euch da selber so ein bisschen reinzukriegen und übt das wirklich regelmäßig. Das ist einfach, wie gesagt, eine reine Kopfsache. Nehmt euch da wirklich mal 5 oder 10 Minuten Zeit und probiert das einfach. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das so in die abendliche Übungsroutine mit einzubauen. Und dann werdet ihr merken, dass ihr das relativ flott auf die Kette kriegen werdet, weil das eigentlich gar nicht so schwer ist. Also ich mache das jetzt auch, wie gesagt, schon seit 3-4 Tagen erst. Und ich komme damit relativ gut zurecht. Also ich hätte es mir komplexer vorgestellt, muss ich sagen. Ist natürlich was anderes, was ich zum Beispiel komplexer finde, ist dieser Maiden-Galopp, sag ich mal. So als Beispiel, da spielt man ja runter, hoch, runter und dann fängt man wieder mit runter an und hat eben dadurch, dass man von dem Downstroke wieder hoch geht, ohne ihn anzuschlagen, diese Pause. Das ist, sage ich mal, so eine kleine Königsdisziplin, das richtig schnell hinzukriegen. Also so auf 100, 110 BPM kriege ich das einigermaßen hin. Aber das ist, sage ich jetzt mal, für eine andere Übung dann mal der Fall. Jetzt wollen wir uns erstmal auf die Triolen fixieren. Weil wie gesagt, das, was ich gerade gespielt habe, waren im Prinzip Achtelnoten, drei Achtelnoten, eine Achtelnote Pause, drei Achtelnoten, eine Achtelnote Pause. Und bei den Triolen habt ihr eben keine Pause. Und das ist die ganze Übung. Tab gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das dann einigermaßen sitzt und ihr das im Kopf habt, sage ich jetzt mal, dann können wir natürlich auch dazu übergehen, oder könnt ihr auch dazu übergehen, das Ganze mit Metronom zu spielen. Jetzt hole ich euch nochmal ran, erzähle euch noch ein kleines Sätzchen und dann war es das für heute schon wieder. So, ich hoffe, ich konnte euch das Thema mit den Triolen so ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, ich selbst habe es auch noch nicht gemeistert. Das sieht man vielleicht auch so ein bisschen bei der Übung jetzt. Aber von nichts kommt nichts. Jeder hat mal klein angefangen und im Regelfall sollte mein Publikum auch nicht unbedingt merklich weiter sein als ich. De facto habt ihr wahrscheinlich auch da noch ein paar Probleme mit. Deswegen packe ich euch auch aus Guitar Pro exportiert einfach ein kleines Audio-File mit rein in die Unterlagen, damit ihr das akustisch auch sauber und clean habt, wie das eben angeschlagen wird, dass ihr da einfach in den Rhythmus reinkommen könnt. Mir persönlich hilft das immer ganz gut, wenn ich auch höre, was die Übung ist und nicht nur einen Tab vor mir habe und bei sowas dann einfach mich in den Flow anschließen kann. Ich mache dann die BPM ein bisschen runter, am besten eine möglichst langsame Version. Ich bringe euch die Triolen in mehreren BPM-Varianten und da wird dann eben akustisch geübt. Also ich mache das immer gerne so, wenn es die Möglichkeit besteht, auch wenn ich irgendwie einen Song covern will oder so zur Übung, dann brauche ich da auch immer einen akustischen Background. Deswegen habe ich mir auch damals Guitar Pro geholt, weil man da eben die Tabs einfach abspielen kann. Und dann hat man einfach so, das ist dann der Rhythmus. Ah, okay. Und dann versucht man da einfach mit dem Rhythmus mitzuhalten und dann kommt man da so ein bisschen rein. Wenn man sich manchmal nicht sicher ist bei irgendwelchen Melodien oder Licks oder so, wie lange jetzt der Ton ist und wie lange der Ton ist, dann hört man sich's einfach an. Bei Guitar Pro kann man ja ein Stück markieren und das dann in Endlosschleife laufen lassen und so. Und so übe ich dann meine Songs und meine Sachen, die ich so an Übungen und ähnlichen Kram mir angeschafft habe, irgendwoher aus dem Internet einen Tab von einem Song gegoogelt oder sowas. Und ja, das ist im Prinzip bei mir das Geheimnis. Wenn ihr es akustisch nicht wollt, Tab, wie gesagt, im Guitar Pro Format und im PDF Format liegt auch bei. Einfach unten in der Videobeschreibung den Google Drive Link anklicken und schon habt ihr es. Wie ich in meiner ersten Videos schon gesagt habe, bin ich nicht so der Fan von diesen kostenpflichtigen Gitarrenkursen und den ganzen Kram, deswegen gibt es meine Unterlagen gratis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr kommt damit weiter. Folgt mir gerne auf Facebook und Instagram. Da poste ich auch immer mal was und stelle ab und an mal ein paar Fragen. Da könnt ihr euch gerne mit einbringen.
Ihr könnt mich auch gerne per PN oder so anschreiben, wenn ihr Fragen zu den Videos habt oder zu Übungen oder auch irgendwelche anderen Fragen. Vielleicht kann ich euch trotzdem weiterhelfen. Zögert da nicht. Ihr könnt mir auch gerne hier unter dem Video natürlich einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online geht. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen.